I still can't believe how much things have changed. We hadn't heard from the Klingons for years. And now we have. Now, the Federation's at war. That was probably the last thing on my mind when I got here. It was the same for you, right? We came to Starfleet Academy to become explorers. Not all of us are fighters. Some of us are engineers, healers, scientists. We've been working hard, on the ground, and in space. We learned how things worked on a starship. And we learned how to work as a team. We've been getting ready to boldly go where no one has gone before. And today's your big day. Today you graduate and begin your career as a Starfleet officer. It's gonna be amazing. Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, wir starten jetzt quasi eine neue Geschichte. Und zwar, ja, werde ich hier einen neuen Discovery-Charakter machen. Ich habe schon in Discovery in den Charakter reingeschaut, deswegen brauche ich diese komischen Hilfen nicht. Aber ich wollte mit euch trotzdem das Tutorial zumindest mal anspielen nochmal, um halt alles von Star Trek Discovery euch zeigen zu können. Und ja, hier vorne haben wir Kadett Sylvia Tilly, die ja, in Star Trek Discovery in der Serie vorkommt. Und die wird uns jetzt hier durchs Tutorial ein bisschen begleiten. Hey, there you are. Are you excited? I am very excited. Pretty soon we'll be reporting for duty on the cadet training cruise. Are you kidding? I set up a triple-layer alarm sequence to notify me when the postings went up. I think I knew before some of Captain Schaefer's staff. Two words. Chief Engineer. Okay. Right? I'm still not sure if this isn't one of Finnegan's pranks. He's done stuff like this, you know. Ugh, poor Jim Kirk. Oh, before I forget, Lifeson is looking for you. Actually, I think I see him over there. You should probably find out what he wants. Okay, ja, wir ja, haben jetzt hier quasi unseren komplett neuen Charakter, der halt im Discovery-Universum ist, und ja, ich bin gespannt, wie er euch gefallen wird, unser Drake Castle, so habe ich ihn diesmal genannt. Here's Lifeson, one of the best tactical cadets in your class. Oh, after Evelyn, of course. There you are. I wanted to thank you for helping me pass that final and for all the other times you've helped me. Seriously, I might not have made the cadet cruise if it weren't for you. I hope Schaefer recognizes all you've done to lead our class. Have you got your assignment yet? Well, Lieutenant Tassilne has all of the assignments now. I'd see what she knows. Before you do that, do me a favor and talk to Ian. He's got good news and he won't settle down until he shares it with everyone, including you. Oh, there's Ian. Let's find out what his big news is. Also das kennen wir ja auch vom, von den anderen Star Trek Charakteren, die wir schon gemacht haben. Hier die kleine Sprechstunde auf der Akademie. Aber ich finde es eigentlich ganz cool trotzdem, das alles nochmal durchleben zu können. Cadets Quan and Peart with a combined IQ of 231, which I've heard is almost up to Tomov's rating. That's the rumor anyway. Oh, hey, I've been looking for you. Yes. I took the linguistics final again, and I aced it! You and me both. It wouldn't have happened if I didn't follow your advice. You saw that I wasn't at my best that day, told me to give it another shot. So, I did. That perfect score really made a difference. Now I'm qualified to serve as both a science officer and a communications officer. Imagine. Thanks. Always good to have options, right? Kiro took your advice too. I think it worked out for him since he's slightly less scowly than usual. Let me know if I'm right, okay? I think I see Kiro over there. Come on. Ich finde das echt lustig, dass die Tilly hier so stark eingebunden haben. Sie wird ja sowieso in Star Trek Discovery hier auch in Star Trek Online mehr vorkommen, aber da will ich euch nicht zu viel spoilern. And here we have the smartest person in your class, or so I've heard. It's not entirely fair. Hero is a super genius and he's built like a brick shit. Yep, yes. Cadet, it is agreeable to be in your presence. Your advice regarding Federation history was advantageous. It allowed me to pass the final test with satisfactory marks. I am pleased. Eigentlich sieht der Typ ein bisschen komisch aus, oder? In the interest of camaraderie, I now inform you that Captain Schaefer is still selecting the senior staff for the upcoming training crews. There is a 78.4% chance that you will be selected for a position based on my current statistical models. Lieutenant Tassilne may have more conclusive data on the matter. Ja, dann sollten wir die vielleicht aufsuchen. Tilly weiß ja, wo es lang geht. Ich weiß zwar auch, wo es lang geht, aber ja, mit ihr ein bisschen zusammenlaufen ist ja auch nicht so schlecht. Die ist gerade echt ein bisschen komisch gesprungen. Und die haben ihr, finde ich, schon einen ganz schön breiten Arsch gemacht. Okay, in der Serie hat sie auch ein relativ dickes Heck, aber kam mir jetzt gerade noch ein bisschen dicker vor, der Arsch, aber gut. Good afternoon, Cadet. How may I be of assistance? It is. I will access your assignment data now. One moment. Fascinating. Your assignment is not listed. Inquiries on the matter have been directed to Captain Schaefer himself. Okay. That remains to be seen. I suggest you report to Captain Schaefer and ask him personally. He is in the office behind me. So, bevor ich aber noch was... Ich ändere hier noch so ein paar Sachen am besten. Denn so ein paar Sachen, die ändere ich mir gerne immer mal um. Bevor es nämlich dann in den Weltraum geht nachher. Jetzt muss ich nur gerade suchen, wo war das? Ich suche das nämlich auch jedes Mal. Die Sachen, die ich auswählen möchte. Ach Quatsch, ich muss ja auch auf Weltraum erstmal wechseln. So, alle Waffen abfeuern. Das hasse ich nämlich auf Leertaste. Ich setze mir das nämlich immer auf die Alt-Taste nur. Zack, dann habe ich das schon mal. Die anderen Sachen kann ich nachher immer noch einstellen. So, dann gehen wir doch mal zum Admiral. Dürfen wir eintreten? So, da sind wir doch. Ach ne, Captain ist da. Ich dachte, der wäre Admiral, okay. Good to see you, Cadet. Today is the big day. Congratulations. Judging by that look on your face, I trust this visit concerns your assignment on the training cruise. Ja, klar. Well, you can relax. I'm happy to report that you won't be my new bilge officer. Far from it. There is a matter I'd like to address, however. Your academic record is impressive, but I don't see your results for the advanced phaser training program. Care to shed some light on that for me? Yeah. The Federation is at war with the Klingon Empire, Cadet. I shouldn't need to remind you that Klingons enjoy close combat with their enemies. That in mind, I want everyone on my senior staff to complete that program. No exceptions. I did indeed. There's a place for a cadet like you on my bridge, once you finish that phaser course. My chief engineer and tactical officer have programmed a training simulator for you. I look forward to seeing your results. Cadets Tilly and Surveyor, respectively. They've been working on the simulation for me for some time now. Interesting pair, those two. Some of the staff questioned bringing Tilly along on the cruise as a junior, but her professors assure me that she's up to the task. Indeed, she'll meet you out in the quad. Talk to her to start the training, and I'll see you when you're finished. That's all for now, Cadet. Dismissed. Okay, dann werden wir mal zu Tilly zurückgehen, damit wir dann auch unseren Test abschließen können hier. Vorne wartet sie schon auf uns. I still can't believe I got the chief engineer spot. Yes, it's just for the cadet training cruise, but still, How many juniors get to go on the cruise, let alone as a department head? This is exciting. Okay. Whew. Deep breath. I'm good. Woo! Enough about me. Where did you end up? Yeah? I was wondering why you wanted us to set up the program for you. Now I know. Hey, I should warn you, it can get pretty lively. With the Klingons and aggression, and... I should probably stop telling you about the program now. Oh, no, don't worry. You'll do fine. There's no doubt in my mind. Come on, I'll take you there. Saveya's waiting over at the simulator. You know how cranky she gets when people are late. Finnegan actually graduated. I guess the Irish are lucky after all. Ich weiß nicht, warum der eigentlich eben von Taktik gesprochen hat, weil ich habe eigentlich einen technischen Charakter hier erstellt, weil ich habe nämlich schon einen taktischen Discovery Charakter erstellt, deswegen hat mich das nämlich eben etwas gewundert. How many times did you run the Kobayashi Maru? Kirk's up to 2 now. Ja, da wird nämlich auch über Kirk gesprochen, weil das zur selben Zeit quasi spielt. Ich finde das schon ganz cool, dass sie das auch mit eingepflegt haben. Dafür, dass es hast, bist du aber echt schnell. There you are. About time. Program's loaded and ready to go. I hope this is your lucky simulator. It's been nothing but bad luck for Kirk. Point the business end of the phaser at the enemy, not yourself. Sorry, Captain Schaefer told us both not to give you any help, no matter how nicely you ask. You got through quantum mechanics, you can get through this. Yeah, those are pretty useful in phaser training, huh? Too bad tricorders don't have a stun setting. You'd get top marks. Kidding? I'm kidding. The phasers are in the armory by the holodecks. Grab one there. Jeez, nur noch außer Atem. It's the worst. Tschüss, Tilly. Ja, mit Laufen hat es so ein bisschen. Ah, gut. So, holen wir uns mal ein paar Waffen ab. Ja, hat er sogar automatisch ausgestattet. Sehr schön. Holodeck 2 ist hier hinten. Just go to the center of the room. Und da sehen wir nämlich auch die ja, neuen Klingonen. Die haben sie nämlich hier bei Star Trek Discovery auch mit eingebracht. Was natürlich auch sehr krass ist eigentlich, dass ja, sie extra quasi dann neue Klingonen mit reingebracht haben. Denn ja, die alten bleiben ja trotzdem noch drin. Aber die sind halt in diesen speziellen Missionen dabei. Das war echt einfach. Nice work, Cadet. A few points below Saveya's personal best, but it was your first try. You'll have plenty of opportunities to knock her from her perch at the top of the list once we're underway. Uh-huh. That I do, Cadet. First officer station is yours. That's if you want it, of course. The bilge officer spot is still open. Thought you might say that. You've done well here, Cadet. I expect that trend to continue, onward and upward, throughout your career. Likewise. I'll see you on the bridge then. And congratulations. Wow, look at you, first officer. You're gonna do a great job. Congratulations. That thing the captain said about the bilge officer spot was pretty funny, though. I mean, we don't even have those anymore. Wait, do we? Anyway, first officer. How does it feel? Seriously, Captain Schaefer didn't make that decision lightly. He believes in you, just like me. Even though you got me blown up in the Kobayashi Maru. Awkward. Well, we should get going to the shuttle bay. Everybody's waiting for the ceremonial send-off toast. Guess who gets to give that? Ja, das werden wahrscheinlich eh wieder wir sein, weil so war es ja sonst auch immer eigentlich. Ja, ist ja Gott sei Dank nicht allzu weit. Den Phaser kannst du ruhig wieder einpacken. Den brauchen wir nicht unbedingt jetzt. So, zum Turbolift. Okay. The rest of the senior staff is waiting just ahead. Time for your big speech. How are you gonna play it? Inspirational, heartwarming. That could be good. Hey, make Savea cry, like just a single tear, warrior style. Anyway, I'll meet you at the bar. No pressure. You're gonna be great. So, unsere Klasse ist da vorne. Ich könnte zwar schwören, hier war früher mal eine Bar, aber gut, das ist halt jetzt die Discovery Academy, deswegen sieht das hier alles ein bisschen anders aus. Hier sind auch die anderen Shuttles. Die können wir uns auch mal gerade kurz aus der Nähe angucken. Das sind nämlich die aus der Serie. Ich finde die sehr, sehr cool eigentlich und so eins werden wir dann, denke ich mal, auch irgendwann selber fliegen. Und dann werden wir mal den Toast aussprechen hier. Dann wollen wir mal die Kadetten inspirieren. Wir sind die Brückenmannschaft der USS Fortuna. Jeder von uns würde für die bevorstehenden Aufgaben ausgebildet. So. Wir sind bereit. Kadetten weiter motivieren. Ich glaube an jeden von ihnen. Sie sind die besten Academy und zusammen können wir alles erreichen. Wachrütteln. Ach, Demut. Ich verlange nur, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn wir als Team arbeiten, dann können wir unser Ziel erreichen. Auf die Sternflottenakademie, auf die USS Fortuna und die Crew. Sehr schön. Okay, dann begeben wir uns mal zum Deck Officer. Dann können wir nämlich jetzt zum Schiff hoch. Natürlich wollen wir gern zum Schiff. Da starten wir mit den neuen Shuttles und fliegen dann zum Schiff der Discovery, beziehungsweise nicht zur USS Discovery, sondern einem Schiff, was so in der Art ähnlich ist. Zwar nicht die Crossfield-Class, aber schon cool. Ooh, look over there. That's the Glenn, one of the new Crossfield-Class ships. No one really knows much about her or her capabilities. Well, at Starfleet Academy anyway. Maybe we'll work on a ship like that someday. For now, our ship's here. She's a Malikowski class, Captain Schaefer's pride and joy. Good speed for her class, definitely maneuverable. A stout, solid, battle-proven design for sure. I can't wait to see what she can do. Let's land and find out. Und schwupp sind wir schon im Schiff drin. Diese neuen Schilder am Hangar finde ich eigentlich ganz cool. Also die gefallen mir ziemlich gut, muss ich sagen. Und dann sprechen wir nochmal mit Tilly. Okay, we need to check in with the deck officer first, then head to our stations. Oh man, I cannot wait to see the engine room. My engine room. Yeah! So, dann gehen wir mal zum Dienstoffizier. Sylvia Tilly, Acting Chief Engineer, reporting for duty. Yes, here we are. Acting First Officer. You're all set. Report to Captain Schaefer on the bridge. He's been expecting you. Use the turbo lift behind me. It'll take you directly there. Sehr schön. Dann gehen wir mal zum Turbolift. Ja, wir hätten uns jetzt entscheiden können, ob wir nach rechts oder links gehen. Das sind beides Turbolifte, also von daher. Ja, und dann geht's auf die neue Brücke. Die haben nämlich auch für die Schiffsklassen, die in Star Trek Discovery vorkommen, neue Brücken gemacht. Und ich finde, die sehen schon echt geil aus. Schön groß, haben dann diesen neuen, ja, Schirm quasi, ähnlich wie es auch damals bei den Kelvin-Schiffen war. Also, es ist schon cool gemacht. Ich glaube, die Brücke ist zwar ein Ticken zu groß, aber es geht noch. Hier, die sind eigentlich von der Größe auch eigentlich angemessen. Ich weiß zwar nicht, ob die auch wirklich zu hoch waren, kann ich mir jetzt nicht so dran erinnern, aber war schon nicht schlecht. Dann reden wir mal mit Captain Schaefer. Ah, there you are. Computer, note the executive officer has reported for duty in the ship's log. Welcome aboard, XR. You're right on time. All decks have reported in. We're ready to get underway. Let's start things simple by getting the old girl out of dry dock, huh? Contact dock control. and get clearance to depart. After we're cleared, close the shuttle bay doors and disable the tractor moorings. Dann machen wir das doch. Dock Control has cleared us to depart. Acknowledged. Carry on. Shuttle bay doors are closed. Acknowledged. Carry on. Okay, dann tun wir mal den Traktoranker freilassen. Und dann sprechen wir mit dem Captain wieder. Perez, take us out. 1/4 impulse. Ach komm. Duly noted, Exo. Perez, take us out. Maximum thrusters. Das ist halt typisch Offizier bzw. Captains. Die machen halt, was sie gerne möchten. Cleared from dry dock, Captain. Acknowledged, Helm. Set a course for Vulcan. Warp 4. Course laid in, sir. Engage. Und da haben wir direkt mal den neuen Warp-Antrieb gesehen, der halt bei diesen Schiffen jetzt dazugekommen ist. Finde ich, sieht sehr cool aus. Captain, I'm picking up a distress call from the SS Fortuna. Audio only. Put them through, comms. This is the Fortuna. Can you hear me? So, warp core is failing. We could really use some help here. Let them know we're on our way. Helm, lay in a rendezvous course. Altering course, sir. ETA 3 minutes. Transporter room, prepare to beam over survivors. Sir, sensors can't read anything in the vicinity of the Fortuna. Communications are out as well. Keep trying to hail them, comms. XO, let's discuss the situation. Ja, genau. Ja, was auch lustig ist, Fortuna, well, XO, so heißt unser Schiff auch. What are your recommendations? Afraid not. This is the real deal. Per Starfleet regs, we're the closest ship to the Fortuna, so it's our duty to assist. Not usually, no. Good instincts. How would you proceed here? Roter Alarm finde ich etwas übertrieben. Wir gehen einfach Schilde hoch. Good call. There's something about this that's not sitting right with me. Agreed. Yellow alert. Surveyor, bring the shields up. Get down to the transporter room, XO. I want you to oversee the rescue efforts from there. Das werden wir natürlich gerne machen. Aber vorher gucken wir uns nochmal gerade hier das an. Das sieht nämlich echt cool aus. Also ich finde, das hat was, oder? So. Okay. Dann begeben wir uns wieder zum... Das war jetzt der falsche Turbolift, oder was? War das der hier? Okay, der hier war's. Ist halt doof, wenn da 4 Türen sind auf der Brücke. So. Desmond, the Fortuna should be in range. Give me an update. I'm getting some weird readings. I can't get a solid lock. There may be interference. Trying to compensate. I think I have it. This is a lot different than the training scenarios. Beaming them over now. Klingons! Doodle it with John. Hey, John! Desmond? Come in! What happened? Desmond? Ja, und damit... Hold on. We're reading disruptive fire in the transporter room. And Klingons are beaming in on multiple decks. All hands, this is the captain. Repel borders. I repeat, repel borders. Ja, und damit ist das Schiff von Klingonen eingenommen. Arm yourself and any security team members you find, and then repel any borders you come across. You let us worry about that. Right now, I need you doing what you can to get those Klingons off my ship. Bet you're glad you took that phaser course now, huh? Shoot straight and stay safe down there. Natürlich werden wir das machen. You have to enter the command codes. Ja, als erster Offizier haben wir nämlich die Kommandocodes dafür. rifle. We need to deal with the Klingons. So. Dann statten wir uns die nämlich aus. Und switchen dann zum Gewehr. Sehr schön. Könnten natürlich auch in den Shooter-Modus gehen. Das können wir jetzt auch mal machen. Damit haben wir wieder jemand verloren. Allerdings, was ich nicht so ganz verstehe, warum das jetzt eigentlich passiert ist, weil wir wurden eigentlich nicht beschossen, ne? Also, das war jetzt schon ein bisschen komisch meiner Meinung nach, aber gut. Naja. So. Dann werden wir mal hier den Transporterraum reinigen. So, und dann werden wir mal Desmond hier helfen. Thanks. I think they were going to engineering, but hurry. There's a lot of them. Ja, das werden wir schon machen. Wir sind ja immerhin der erste Offizier. Security to engineering. We are under attack. Ich finde die Waffen auch echt cool gemacht von Discovery, muss ich sagen. Die sind so ein bisschen mehr militärisch wieder. Also die gefallen mir echt ganz gut. We're raiding Klingon boarding parties on multiple decks, XO. Our security teams are spread thin. I need you to get to engineering and keep it secure. It's bound to be a priority target for the enemy. So. Tilly, glaube ich, müsste ja da sein. So, die haben wir schon wieder ausgeschaltet. Da war nichts. Ja, natürlich haben wir aktuell noch keine Granaten und nichts, deswegen ist es ein bisschen schwieriger jetzt, so eine Gruppe auszuschalten, aber die machen uns jetzt auch noch nicht so wirklich Schaden, muss man sagen. Da geht das. So. Hier sind auch, hier ist eine Tür zum Aufbrechen. Hier haben wir noch überall Kraftfelder. Und ich finde, wie gesagt, diese neuen Kraftfelder gefallen mir eigentlich ganz gut. Weil man die halt auch sieht. Also das war halt teilweise bei TOS und so. Man hat es halt erst gesehen, wenn man reingelaufen ist. Das fand ich halt etwas seltsam. Deswegen hier finde ich die schon ganz cool gemacht, muss ich sagen. So, den hauen wir mal um. Bam. Kriegt ihr auch erstmal eine. Batz. Damit haben wir den Raum auch schon gesichert. You have no idea how happy I am to see you. They were looking for something in here. Can't imagine what though. I mean, they have warp and impulse tech. What else would be in engineering? Especially since the ship's a complete mess, thanks to them. Is there a part they didn't shoot? Sorry, I could really use your help, since you're here. Ja, da helf mal der Tilly doch mal schnell. Gar kein Problem, Tilly. As I was saying, the ship's taken a lot of damage. I'll do what I can to get the essentials online, but I could use some help. See anything you could do in here? Na klar. I need you to get the structural integrity field out of the red. It's sitting at 15%, and that's, well, bad. I need you to boost the power flow and distribution rate at the two consoles back there. You'll need to stabilize the overall calibration too at the central console here. Got it? Wir sind Techniker, wir kriegen das schon hin. So. Okay, warp core stable. Life support is optimal. Yes. Safety fields engaged. Shipwide comms online. Und dann noch die letzte Konsole hier. Glad you're still with us. We could use a hand up here. We've taken casualties, and the Klingons could send more boarding parties at any time. Do what you need to do down there, and report to the bridge.